Hallo ihr Querlinge, es geht weiter mit Kena in Kena Bridge of Spirits und Taro. Wir haben alle drei Relikte und sollen Taro befreien und von diesem Kampf wurde ich gewarnt. Oh, Ruhe. Naja, die nehmen wir mit, gell? Oh, das ist ein Hut. Tannenzapfen. Ja, schön, neuer Rotthut, verfügbar. Ja, ja, das Spiel will mich noch ein bisschen streicheln, bevor es mir gleich einen Arschtritt verpasst. So. Fuchs sich hin. Ah, in die andere Richtung. Ach, jetzt sind wir hier oben. Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich bin. Nö, weiß ich nicht. Au! Ach doch, ja, hier war die verfluchte Truhe. Mhm. Also eine der beiden hier in diesem Gebiet. Und wir müssen eigentlich immer der Nase nach. Aber ich glaube, wir können auch hier diesen Schrei mal benutzen. Ja, ich muss das Gebiet noch nach Übersehenem durchsuchen, aber ich denke, im Augenblick ist Taro wichtiger, denn ich glaube ja, dass selbst wenn wir Taro haben, dass wir dann immer hierhin zurück können, jederzeit, um alles noch zu sammeln. Wo ist denn dieser... Ach, komm hier. Warp mich hier weg. Irgendwo ist dieser Schrein hier. Ich will dahin. Natürlich bin ich so weit vom Warp-Schrein entfernt. Das ist ja logisch. Jetzt kann ich hier doch hier suchen, in diesem Gestrüpp. Ja, nehmen wir dich. Du bist mir gerade gut genug. Bimmel, bimmel und ab zum Baum. Ich habe alle Relikte, aber ich bin trotzdem unschuldig. Da ist die Laterne. Da ist eine Maske. Scheiße! Oh, ja, mach mich doch klein. Hallo? Ach, keine Rotte. Boah, Lady. Lady, was soll denn das? Es ist Nahkämpfer, das ist... Uiuiuiui, das sollten wir nicht tun. Ja, ist halt ein Nahkämpfer. Naja, das war die Heilung. Wir haben sowas von keine Chance. Ja, du bist so gewandt.
wärst doch mal im Leben so gewandt gewesen. Da hättest du dich ja nicht diesen blöden Wald nicht so doof umbringen lassen von irgendwas und irgendwem. Ja, der hat eine unfassbare Reichweite. Auch irgendeine Schwachstelle. Au. Oh, ich fand also für den ersten Versuch so 30% waren ja gar nicht schlecht. Ich zeige euch gleich mal den richtigen Versuch. Taro. Taro. Die Scheiße hier wieder. So, Schluss mit lustig. Boah, der war schwierig. Da habe ich 1,5 Stunden dran gesessen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich hatte ihn schon 2x bis auf 1 Millimeter Lebensbalken down, sonst wäre ich noch 1/2 Stunde schneller gewesen. Aber irgendwie hat mich das Glück dann verlassen. Meine Kampftaktik, ja, natürlich auf die Laterne schießen, wann immer sie leuchtet. Das geht nur gut mit diesem Zeitlupenschuss, aber diese Fähigkeit hat keiner, ja. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist es, dass man diesen einen Angriff, den die Rott auf ihn machen können, der hat ja so eine lilane Pustel auf dem Buckel, dass man diesen Angriff sich aufhebt. Man muss ja ein bisschen
Rott-Energie aufsammeln und wenn man da so einen vollen, eine volle Rott-Aktion hat, dann kann man ihm die Rotts auf diese Pustel schicken und wenn man diese dann mit E ja, explodieren lässt, dann kriegt er ordentlich Schaden. Und ich hatte am Anfang das immer gleich zu Anfang gemacht. Einmal die Laterne und dann hinterher direkt diesen Angriff von den Rotts. Aber ich glaube, das ist falsch. Ich war sehr viel besser und habe ihn sehr viel mehr down bekommen, als ich am Anfang nur auf die Laterne gegangen bin, also immer wieder ausgewichen bin und ihm dann eine reingewirkt habe, sobald die Laterne wieder gefunzelt ist. Und dann irgendwann später erst so bei 2/3 Gesundheit down, dann erst diesen Rottangriff machen und dann schön Rottenergie sammeln für den Rotthammer, der macht auch ordentlich Schaden. Ja, und dann halt ausweichen und ein bisschen Glück haben. Der macht einmal in der Mitte seines Kampfes so eine Phase, da haut er einmal so eine Aura raus. Dann macht er so 5 Schläge und anschließend macht er so einen richtigen Schlag, wo er von oben runter schießt. Da hat sich bei mir angeboten und es hat sich bewährt, dass ich den normalen Schlägen ausgewichen bin. Und dann, wenn ich zeitlich wusste, okay, jetzt kommt gleich dieser dicke Schlag von oben, dass ich dann erst den Schild aktiviert habe. Der Schild wird zwar dann zertrümmert von ihm, aber man bekommt auch keinen Schaden. Und wenn man das alles kombiniert, was ich gerade an Tipps gegeben habe und das ein bisschen übt, dann klappt es auch mit dem Taro. Gell? Ich klatsche da gleich eine. Was bist du geärgert? Tu nicht so unschuldig. The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay. But I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. But something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. It happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no! No! Benny! Saya! Where are you?
It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Wow. Also an Zwischensequenzen wird hier nicht gespart in diesem Spiel. Wow. Absolut beeindruckend. Ich glaube, Taro und seine beiden Geschwister haben wir jetzt erlöst. Die sind jetzt nicht mehr da. Das heißt, keine dicken Kinder mehr, die uns anflunkern. Sie wissen, wie es zum Bergschrein geht. Aber Taro, mal ehrlich, ich meine, was kannst du denn dafür, wenn du dich um Nahrung kümmerst und dann währenddessen eine völlig unvorhergesehene Explosion des Bergschreins dich für eine unbekannte Zeit ausnockt? Was kannst du denn dafür? Mal ehrlich. Aber dieser Bergschrein, naja, der ist schuld an allem. Huh, also ich bin sehr, sehr, sehr fasziniert und berührt von diesem Spiel. Und ich denke, hier an dieser Stelle machen wir Schluss. Und werden Taro dann im Dorf noch ehren am Beginn vom nächsten Teil, denn dann geht es ja hier wohl irgendwie in ein anderes Gebiet. Und ja, ich weiß, wir können ja noch Dinge sammeln. Das haben wir hier im vergessenen Wald oder am Taros Baum. Hier fehlt uns noch ein Rott, irgendwo treibt er sich noch um. Und hier im vergessenen Wald haben wir auch noch einiges zu sammeln. Das gucke ich mir dann mal bei Gelegenheit an und zeige euch hoffentlich noch das ein oder andere Fundstück. Aber vermutlich noch nicht im nächsten Teil. Bis dahin.